Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Und heute gibt es ein EAFC 24 Chemiesystem Squad Builder Battle. Ihr fragt euch jetzt bloß, bist du bei EA eingebrochen? Warst du in Kanada, hast du das Spiel geklaut? Was ist da los? Nee, wir spielen FIFA 23, aber mit dem neuen EAFC 24 Chemiesystem. Also, wir haben beide. Ich zeige euch gleich, wer mein Kontrahent ist. Ihr müsst euch noch ganz kurz gedulden. Aber ihr habt ihn wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen. Wir haben beide eine Icon als Starspieler. Und das Besondere in EAFC ist ja, dass Icons einen Ligenpunkt dazugeben und dadurch halt Teambau viel geiler ist. Also das werdet ihr sehen. Es ist extremst nice. Wir werden das immer ein bisschen nebenbei erklären. Und dann quasi ein Team müssen wir bauen, was in EAFC 24 Full Chemistry wäre. Wir gehen dann hinterher in den Full Chemistry Mode. Also, ihr werdet das alles verstehen. Lasst ein Like da, wenn ihr es geil findet und wir das nochmal machen sollen. Und ich bin ziemlich gehypt auf EAFC 24, muss ich sagen. Und ich bin auch gehypt auf meinen Aufnahmepartner. Den wunderschönen, gut aussehenden, sexuell erotischen Steini. Was geht? Ja, gut Kick in die Runde. Was geht? Kick. Was geht? Ja, ich bin gespannt. Ey, am Ende des Tages werde ich ein Team gebaut haben, was dann doch nicht auf Full Cam kommt. Das ist dann aber nicht mein Problem, sondern deins. Very nice. Wenn du die falschen Spieler aufschreibst. Nein, aber normal müsste alles legit sein. Wir spielen beide 4-3-2-1, meine Freunde. Und da ich dem Steini seinen ersten Spieler wegsnipen möchte, würde ich sagen, hältst du rein. Okay. Und. Nee, also du. Ich halt rein und du sagst, was du spielst. Okay. So. Aha. Das hat mich jetzt an dieses eine Meme erinnert. Du siehst und redest wie ein Cheche. Du redest und sie. Hä? Kennst du das? Nein. Hä? Chat wird kennen, hundertprozentig. Scheiße. Das ist wieder so ein Frankfurter Dingsvideo. Du redest und siehst wie ein Cheche. Nee, du siehst und. Hä? Da muss ich mal angucken. Ey, und anhand dieser Konversation spiele ich einen absoluten Topmann vorne im Sturm und das ist Harry M3er. Lol. Okay. Ja. Ich wollte auf Undercover. Ey, und ich spüre so hier so ein Footy-Bruder hier. So ein Cahill. Ja, moin. Alvarez Cahill. Lol. Nein! Wieso? Das gibt's doch nicht! Oh. Ich habe den extra noch auf Krampf so ein bisschen gemacht, weil ich mir dachte, komm, der wird nicht glauben, dass du eine SBC machst. Du nicht. Ach, das ist doch scheiße, Alter. Das schmeckt richtig gut. Ich lass den erstmal stehen. Ja, lass mal stehen für Jimmy. Einen Moment, bevor es weitergeht. Um euch das Ganze anschaulicher zu gestalten, werden jedes Mal, wenn einer der Kontrahenten seine Spiele reingestellt hat, die Chemiepunkte so angepasst, wie es in dem neuen EA-Spiel sein wird. Damit ihr euch das neue Chemiesystem besser vorstellen könnt. Wow. Ich halt rein. Es tut mir leid, mein Stift ist leer. Ich finde die anderen nicht. Was soll ich tun? Okay. Aber man erkennt's. Ich sage dir, was ich spiele. Ja. Ich spiele. Ich weiß es nicht. Ich muss nachgucken. Ah! Ja, ich bin auch in der Premier League unterwegs. Und zwar spiele ich im rechten MS Trent Alexander-Arnold. Und im linken MS spiele ich eine neue Karte. Und das ist Flashback. Aubameyang! Okay, das ist jetzt wild. Hast du auch einen oder was? Das ist ja scheiße. Ich habe absolut gar keinen getroffen. Oh, okay. Das ist gut. Cool. Nice. Benzema und Vini habe ich aufgeschrieben. Mittelfeld. Trent Alexander. So, Freunde, wenn ihr das Video hier gerade seht, dann hoffe ich, dass das so funktioniert, dass ihr auch quasi links immer bei dem Chemie-Ding dann vom Cutter eingeblendet seht, wo wir gerade stehen. Weil jetzt aktuell hätten Trent Arnold und Aubameyang bei mir noch 0 Chemie in FIFA 23. In EA Sports FC hätten die aber schon einen Chemiepunkt, weil der R9 denen halt noch so ein Ding bei der Liga gibt. Das ist der Plan. Okay, meine Damen und Herren, willkommen zum Mittelfeld. Möchtest du reinhalten oder soll ich? Ich halt reinkommen. Okay, dann muss ich mal wieder nachgucken, was ich habe, weil ich habe mein Team auch so nicht gemerkt. So, ich habe jetzt was Geiles, Freunde. Und zwar zeige ich euch jetzt par excellence, warum EAFC 24 mit dem neuen Chemiesystem geil wird. Wir haben nämlich eine Icon drin und jetzt benutzen wir im Mittelfeld, ich hoffe Steini hat es nicht, sonst beiß ich mir in den Arsch, einen Perfect Link. Und zwar aus Pedri und Sergio Busquets. Und die beiden Ehrenbrüder sind einfach durch den Ligenpunkt hier von R9 schon auf voller Chemie. Ach lol. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Pedri, Sergio Busquets und dann brauchen wir noch einen. Und der kommt aus der Premier League, ist eine Level-Up-Karte und heißt Enzo Fernandes. Fuck. Ja, ich war in der Premier League, aber komplett daneben geschossen. Ich habe auch mal einen Cahill aufgeschrieben, ich habe einen McAllister aufgeschrieben und eigentlich Lothar Matthäus aufgeschrieben. Nice. Sehr schön. Also ihr seht, bei der Premier League bräuchte ich jetzt zum Beispiel nur noch einen
Spieler, also einen Punkt, um Enzo und Auber voll zu bekommen. Pedri und Busquets sind beide schon voll Chemistry durch die Icon. Ja, GG. Dann halte ich mal rein hier. Will ich mal gucken, was du hast. Ich war sehr kreativ. Nee, gar nicht. Heiß? Also ich habe dreimal den gleichen Kartentyp aufgeschrieben. Also das ist auch jetzt wieder eine Auswahl, wo man sieht, dass wir nicht das erste Video miteinander aufnehmen. Ich habe natürlich auch den ähnlichen Move gemacht mit Busquets und Pedri. Fuck! Und ich setze meine zweite Icon im Namen von David Beckham. Martial van Dirk de Jong. Ich habe drei Shapeshifter aufgeschrieben, Junge. Ich habe doch keine Ahnung, ey. Ich habe auch keinen Plan, Mann. Halt mal als erstes rein. Ich oder du? Ja, du. Okay. Ich muss zwar eigentlich in der Premier League noch was machen, ja. Ich gehe aber jetzt in meine dritte Liga. Und damit gehen wir rein in die Bundesliga. Und da werdet ihr sehen, EAFC 24. Wie schön ist es mit einer Icon? Man kann auch die Drecksnation wieder zusammenkriegen. Kimmich und Alphonso Davies Level Up. Auch Kanada. Kriegt man alles hin. Ach, kannst behalten. Nice. Haben jetzt beide schon 2 Chemiepunkte durch die Icon. Ja, hältst du bei mir rein? Yes. Gut, yes, sir. Ich gehe auch in eine neue Liga. Aha. Ich gehe wieder mit einem Perfect Link. Aha. Ich gehe mit Kalulu und Hernandez. Ja! Und ich hab sie beide. Mann, ich hab das auch bei dir aufgeschrieben. Ja! Das ist geil. Bro, ich finde den Dreck gerade aufgefallen. Mir ist gerade aufgefallen. Und dann noch die Außenverteidiger, Alter. Was ich für ein Idiot bin, dass ich vergessen habe, bei dir im Sturm dafür den Cahill den Joker anzuwenden. Das habe ich nämlich einfach vercheckt. Deshalb mache ich es jetzt bei deinem Rechtsverteidiger. Da hätte ich gerne einen Keeper. Mann, ja, ich lasse sie drin stehen und dann, ach Mann, ey. Wunderbar. Ich dachte, das wäre ein smarter Move einfach, weil du dachtest, hey, komm, der wird irgendwas anderes noch nehmen. Weil ich dachte, du denkst, was du denkst. Innenverteidiger, Keeper. Ich halt rein. Okay, okay. Also, ich gehe als allererstes einem Innenverteidiger, ich muss ja noch irgendwie die Bundesliga vollbekommen, aus der Bundesliga, und zwar mit Mats Schummels. Zack, zack. Und das Geile ist, ich habe ja noch eine Icon offen. Und deshalb gehen wir hier mit Prime Icon Maldini. Dadurch 2 Ligenpunkte obendrauf. Hummels und Davies auf Full Chemistry. Jetzt muss ich noch irgendwas in der Premier League machen. Denn der Trent Arnold hängt aktuell erst auf 2 Chemiepunkte rum. Dennis Walker steht bei mir im Tor. Ja? Dennis Walker. Ach so. Kylo kenne ich. Ja, ich habe keine Icon aufgeschrieben, weil da hätte ich einfach jetzt nichts schießen müssen. Ich habe Lucio aufgeschrieben, ich habe Gomez aufgeschrieben, wegen der Premier League, weil ich wusste, du brauchst da noch was. Und deswegen habe ich es beim Torwart auch so gemacht. Und da habe ich tatsächlich Kylo Walker aufgeschrieben. Nein! Und das ist mein einziger Hit in deinem Team. Nein! Und da sehe ich doch wirklich auch einen Stürmer im Tor. Och, Kylo. Ich bin auf Keeper gegangen. Ich wusste, wer wird der erste Premier. Ah, Walker. Ja, der ist so ein bisschen, hey, ne, vielleicht kommt man da drauf, vielleicht nicht. Och, Kylo. Immerhin, ey. Ich meine, das wird sowieso ein Abenteuer, wie ich da vor deine Hütte komme, aber dann schießen wir halt aus der 8. Reihe. Ich halt rein. Halt mal rein. Ich bin ja auch noch nie über den Berg hier. Ja gut, rein theoretisch wäre ich ja mit allem voll. So, fast. Deswegen machen wir eine sympathische IV. Wäre schön, wenn ich wenigstens die spielen könnte. Rafael Varane, Gomez. Und im Tor gehe ich mit Ter Egen. Den Varane streichen wir nochmal raus. Sehr schön. 3 von 4 Spielern in der Verteidigung Bronze. Das schmeckt doch lecker. Ach, geil. So, ich pack die mal raus hier. Wie gesagt, bei mir war auch alles voll. Die kriegen ja den Liegendings hier. Genau, wir gehen jetzt auch gleich in den Full-Chemistry-Modus rein, Freunde. Aber ich glaube, ihr seht, Steini kann ja mal sagen, wir haben jetzt das erste Mal ein SBB nach den neuen Regeln gespielt. Und wir haben ja jetzt beide Hero-mäßig auch nicht übertrieben. Also du hattest eine. Und ich hatte lustigerweise jetzt sogar gar keinen. Also man kann halt wirklich viel geiler Teams bauen. Also was meinst du? Ich finde es eigentlich aktuell, wenn ich das hier sehe, komplett beschissen. Ich habe 4 Leute, die ich nicht spielen darf. Somit bin ich aktuell... nicht überzeugt. Hat mich nicht überzeugt, das Teamy-System. Aber hey, kann ja noch werden. So eine Scheiße. Ja, ich suche mir mal eben hier 4 geile Bronze, mein Bruder hier, Hofmeier, der macht hat. So, meine Freunde, gucken wir uns das mal hier an. Im maximalen Chemie-Modus. Steini, schönes Team. Das ist geil.
Sieht wirklich cool aus. Oh man, ey. Und Henny, Junge. Ah, richtig, die Annahme? Kein Abseits. Oh, da ist auch Zuordnung gut. Ja, richtig. Let's go. Wo war denn mein IV, Alter? Was ein Loch da hinten, ey. Aber halt nicht der beste Torwart auf YouTube. Das ist der Unterschied. NF. Trent AA. Bing Bong. Lol, wie überhastet hat der denn abgeschlossen? Er hat sich voll komisch. Aber er freut sich mit dem Fan. Guck mal hier, er freut sich. Boah, das darf ich nicht machen da hinten, ey. Doch, mach bitte. Ich dachte eigentlich, ey, ich bin ein bisschen bei Bronze auf Pace gegangen, aber wenn der halt keinen Pass spielen kann. Super Ding. Nein. Ja. Harry im M3er, du. Harry! Boah, Aubameyang kämpft, der grillt, der mal Luft. Mathis? Nee. Ja, let's go, ey. Das ist so immerhin ein Gamechanger, Alter, da. Was ist denn bei mir? Harry Maguire in der, Alter? Der hat einfach... Ach nee, da war der Rasen nochmal. Der hat einfach einen Punkt auf der Stirn gehabt. Let's go! Oh. Immerhin krieg ich vorne ein bisschen was, ey. Dingen ist jeder Konter, Sturm von dir. Probleme! Nein, nicht schon wieder! Oh, mach ihn! Ja! Ah, wie geht das denn? Sanders, du bist der Beste. Ach so! Rev, hallo! Beckham! Probleme an Kasse 1. Ich melde Probleme an. Ich brauch einfach einen riesen Puffer. Hast du gemoved? Ja, minimal. Nein, ich krieg keinen hin. Oh, ja, ich dachte, die Ecken! Die Ecken gehen! Den hat er nicht. Okay. Aber Petri hat eins. Boah, hätte ich diesen scheiß Walker nicht aufgeschrieben, ich wäre am Arsch, ne? Jetzt gewinnt ja der Zweikämpfer! Turei, Yves Eigenraub, perfekt! Boah, also vor dem Spiel, ich habe hier gar nichts zu melden in der Partie, aber so ist gerade erstmal in Ordnung. Digga, dieser Scheiß, der Segen! Nein, oh Gott! Hey, Schiedsrichter! Was? Schiedsrichter! Was? Warum? Ich will schießen, was ist das denn für Quatsch? Ich mach Fairplay. Ich schieße weg, das ist kein Elfer. Fairplay. Ich hab geschossen! Ja, ist ja niemals ein Elfer. Du hast ja den Ball schon gespielt. Ja, was ja? Trent Arnold, Alter, Schwalben-Ingo. Komm mal meine Ecken, ne? Mathis, Tell, du Kleider. Mann, ich kann ihn ja eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Er macht es ja eigentlich ganz gut. Ei, Maldini, nicht dein Ernst. Ach, Mann! Tor. Ja. Boah, ist das ekelhaft. 5 Discards. Auf Wiedersehen. Boah, warum wollte ich unbedingt Kyle Walker spielen? Das ist die erste. Immerhin. Ja! Ja! Wichtig! Ich dachte, kriegt den, ey. Ich dachte, kriegt den. Wichtig! Nur noch 3 Discards. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Mann, ich krieg hier zweistellig gleich gedrückt. Ja! 15 Tore! Digga, R9, du bist so ein Haufen Scheiße. Du bist so ein Haufen Scheiße, R9. Ich hoffe, du bist es gerade. Es ist ja gottlos, wie schlecht er ist. Boah, Junge. Fuck, ein Spiel, ey. Oh. Das kommt mir vor, als hätten wir Mystery Ball gespielt. Ja, 6-9, Alter. Richtig. Wenn sonst keine Probleme da sind. Ja. Das Dingen ist halt, hätte ich verloren, hätte ich ja immerhin noch 4 Bronze gehabt, die du rein theoretisch hättest treffen können. Bei dir ist nur einer. Und ich habe halt echt geile SBC-Karten. Und da sind ein paar Creme de la Creme drin. Und der R9 kostet immer noch 3 Millionen und 3 Millionen sind aktuell echt. Und zweites Mal die R9 Discarden würde ich aber mitnehmen. Du
hast auch 4-3-2-1 gespielt. Neun stand im Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bereuen werde, was ich tue. Jetzt zeigt sich hier, wie gut kenne ich dich. Normalerweise müsste ich den Mittelstürmer mitnehmen. Ich werde es aber nicht machen. Ich vermute, du hast ZM mit Sturm getauscht. Ich nehme alle drei ZMs. Alle drei ZMs. Hummels, Enzo Fernandes Level Up und R9. Ja! Ja. Ja. Wer steht im Sturm? Davis Level Up. Ah, wäre auch nicht schlecht gewesen, aber. Hätte nehmen können, den habe ich in Rot als Tots, hätte halt genommen. Wo stand R9? Wo ZM? ZM, ja. Mitte oder außen hier? Mitte. Einfach nur einer hinten geschoben. Er hat mich einfach gelesen wie ein Bild. Ist Hummels auch eine SBC-Karte? Ja, Hummels kann man auf dem Markt kaufen. Ja, eine SBC-Karte, also beziehungsweise Level Up Enzo, hat auch ganze 0 Spiele bei mir im Verein gemacht, super. Doch so viel. Oh, und der 9. Ja, ich geh mal eine SBC machen. Mein Leben ist wunderbar. Kennst du das, wenn man einfach sein Leben liebt? Ja, ich packen weg. R9, danke dir für deine Dienste. Enzo, Hummels, danke für eure Dienste. Super. Achso, ich möchte übrigens meine Aussage revidieren. Ich finde das neue Chemiesystem absolut klasse. Ich auch. Freunde, lasst ein Like da. Checkt das Video bei Steini ab. Hier. Ja, super. Tschüss. Tschüss.